Jump! Jiha! Das macht voll Spaß! Ich wollte Kreisel fahren! Und go get it, Kratos! Das war ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack, aber ey, cooler Ice Slide. Aber ich kann da nicht hoch, ja? Niemand hat eingefroren. Oh, cool, ich habe hier Besuch. Moment, könnte ich nicht rein theoretisch versuchen, mit dem Feuer das aufzuschmelzen? Jetzt mach ich das mal so. Es gibt so aufs Maul. Okay, also mit dem Feuer kann ich hier wohl auch nichts machen. Dafür kann ich dich nutzen. Au! Du Sauhund. Wegen dir ging meine Rage-Anzeige wieder runter. Bam! Das haut rein. Damit macht euch Spaß. Sehr nice, diese Kombo, wenn man die Rage-Anzeige mal anbekommt. Schön, dass die Kamera jetzt rauszoomen muss. Die lassen mich hier herumdörpen. Und jetzt? Geht's runter oder hoch? Warte mal, kann ich mal runter? Nee. Ich kann nur hin und helfen, okay. Ah ja, da. Ach, das heißt, wir sind auf der dritten Schlange. Ja, cool. Aber die hat auch einer kaputt gemacht. Jeeha! Joyride Nummer 3. Ich hatte ja noch nicht meinen Spaß hier. Ich kann den Hals nicht voll kriegen. Achtung, Kratos, duck dich. Jetzt geht's abwärts. In die Verschenkung. In die Eishöhlen. Ice-Time. Ach so. Was? 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 Ich bin gestorben, weil ich in diese Schlange reingefallen bin. Okay, das heißt, ich muss den Weg also freikloppen. Die wollten mich an meiner schönen Eisfahrt hier behindern. Diese Säcke. Ey, cool, es gibt sogar Orbs. Oh, nee, wirklich? Jetzt muss ich mich auch noch mit solchen Hansels hier rumschlagen. Au. Also wieder mal einen sehr schönen fordernder Part. Jetzt reicht's. Du sollst einen Speer fallen lassen. Nein. Okay, ich sollte öfter mal blocken, glaube ich. Oder auch nicht. Hehe. Und wir machen... Oh. So geht es natürlich auch, seinen Gegner abzuboxen. So. Bams, bams. Und hier gibt's die volle Packung. Meine Rage-Anzeige ist voll. Hättest du nicht mitgerechnet, was? Du wolltest mir nur die Fahrt hier ruinieren, du Bauer. Ich hab's genau gesehen, was du vorhast. Au! Ich hab gar nichts mehr gesehen, ey, weil die Kamera so schön rausfuhr. Gemeint, jetzt verarsche ich den Gen Kirby, aber so was von. So, halt, ich wollte dich packen und finishen. Halt, ich muss, glaube ich, dahin. Deswegen ist mir scheißegal, was du machst. Oh, ich muss meinen Anschluss wieder packen. Wuhu! Schöner Free-Fly-Mode oder so. Aha, hier kriegen sie mit Käfern zu tun. Also wenn wir in den Eishöhlen sind, dann empfiehlt es sich echt hier mit Feuer zu kämpfen. Fire-Techniks. Es war doch so, durch Feuer lassen die weißen Orbs fallen. Die weißen Orbs... Au! Erhöhen meine Rage-Anzeige, aber wir nehmen mal Eisklingen. Oh. Ah, ich muss hier schon wieder wechseln. Was ist denn das? Der fliegende Wechsel. Oh mein Gott! Hilfe, es bricht alles ein. Kratos, du hättest zu Weight Watchers gehen müssen, wenn du so fett bist, dass alles zusammenbricht. Schöne Slow-Mo. Und wir rutschen innerhalb der Schlange. Alter, ist sie kaputt. Wer hat denn das gemacht? X! Holy crap! Holy shit! Also das ist mal ein ganz anderes Fahrtgefühl hier. Dabei hatte ich extra eine Tageskarte gekauft. Wie wir ja wissen.
Nur wegen euch. Ich verwende die Eisklingen, weil die bringen Roto-Orbs. Das ist besser. Kann ich nämlich schneller meine Sachen aufleveln. Misthund. Guck mal hier, wie ich dich zum Einfrieren bringe. Den mache ich noch kaputt. Ich vermute mal, ich muss mich Oh, du Scheiße. Ich muss mich echt beeilen, weil hier alles zusammenbricht. Komm schon, Kratos. Hüpf. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Das wird knapp. Hilfe. Nein, nein, nein. So, zieh rüber. Lass mal eine Schlange. Hallo. Psst. Meine Güte, der macht alles kaputt hier. Toll, dass ich jetzt so gut sehen kann. Wartet, wartet. Um das jetzt zu bewerkstelligen. Nein, verhunzt. Das sieht doch geil aus mit dem Effekt. So, als ob ein Sonnenuntergang hier gerade stattfindet oder so. Ah, hier gibt es einen Finisher. Au. Und dich reiße ich auf. Wenn die Ziege rummeckert, dann habe ich Lust auf eine Hackbratsche. Au. So, jetzt wirst du schön zerhackstückelt. Sag mal, ich fliege aber auch immer, weil ich auf den Hintergrund achte, weil ich mir alles hier betrachten will. Sieht alles so schön aus. So, jetzt muss ich mich aber beeilen. Ich habe eigentlich keine Zeit mehr mit euch zu spielen. Ich bin unterwegs am Fliegen. Das war knapp. Jeha! Neue Eisrutsche hier. Kratos voll Blut verschmiert. Und wir sind wieder mal im Speichern. Also das ist ein sehr geiler Abschnitt. Und Jump! Geile Slow-Mo-Action hier. Kratos, du machst so gut. Schlangen-Cowboy! Jeha! Neue Trophy sogar. Alter, ist das geil. Ja, und jetzt? Hat alle gemacht kaputt. Ich dachte, ihr fahrt jetzt ganz nach oben. Das wäre doch cool gewesen. Diese bildgewaltigen Kamerafahrten. Ich kann es nur oft genug erwähnen, ey. Und dazu dieses bombastische Orchester im Hintergrund. Da, 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 da. Und jetzt? Heißt es wieder walking, walking, walking across the floor. Okay, ich darf wieder nach oben kraxeln. Juhu! Mach mal wieder Spaß hier. Muss ich hier rüber oder hier rüber? Ne, hier geht er wieder runter. Ah, das ist diesmal, weil ich ja gesagt habe bei God of War Ascension, dass es nicht so weit hervorsteht. Wo wir uns denn entlang bewegen, ist es diesmal nicht so ganz einsehbar. Wo wir jetzt genau hin müssen. So, jetzt gehe ich nochmal runter. Und gucke ich mal, ob es diesmal was gibt. Ein großes Opfer, das vom Propheten Castor verlangt wird, um den neuen Verwalter des Orakels. Was? Dem neuen Verwalter des Orakels. Opfer des Orakelsuchers. Auch hier muss ich das Spiel wieder abschließen. Komisch, als ich das letzte Mal dabei hier war, da war dieser Gegenstand noch nicht da. Machen schön Electricity hier. Das war doch. Kann ich das. Nein? Kann ich das eigentlich einsehen? Ich sag mal, kann ich das eigentlich einsehen? Er erzeugt große rote Orbs, erzeugt blaue Orbs und erzeugt goldene Orbs. Aha. Ich könnte auch das hier drauf verschwenden, aber meine Chaosklingen sind doch eh das Maximum und außerdem, wer weiß, was da noch für Waffen kommen. Ich spare erst noch, um die Chaosklingen zu verbessern. Sind ja noch knapp 4000 Orbs. Das geht schnell eigentlich. Ging es ja bisher auch relativ flott. Okay, es hört sich immer viel an, aber so viel ist es auch nicht. Vielleicht gibt es hier draußen wieder was. Guck, hier hat jemand die Kisten erneuert. Das war aber praktisch. Das war und auch sehr nett. Ne, die Kiste hat keiner erneuert. Okay, nur die Health-Kiste. Vielleicht ist auf der anderen Seite noch was. Es ist so windig. Finde ich auch schön, wie das so ganze von der Atmosphäre untermauert wird. Wir sind frei
oben in der Luft. Und ohne Mist, hier ist keine Melodie, keine Musik. Erst wieder, seit ich hier draufstehe. Und wir müssen jetzt wahrscheinlich schon wieder kloppen. Diesmal werden meine Gaben dem Orakel gefallen. Ich weiß es. Nein. Nein, nein. Meine Gaben. Sie muss sie alle bekommen. Drei Äpfel. Wird zu verwenden, um das Orakel milde zu stimmen. Es muss einfach reichen. Ja. Bitte, so hilf mir doch jemand! Hier gibt's einmal Orakelsucher Crispy Fried. Okay, der ist futsch. Hat mich so... Au! Au, jetzt geht's aber los. Okay, jetzt muss ich mir erstmal was einfallen lassen, wie ich an dieses Vieh rankomme. Das ist ja fast wie bei Dragon's Dogma, wo du auch nur den Schwanz angreifen kannst, wenn die Viecher dich angreifen. Au! Ich frag mich sowieso. Ich meine, gerade das ist ein Krieger, okay? Das haben wir jetzt schon genug erlebt. Aber der hat wenigstens ausreichende Kampferfahrung und alles, um hier sich hochzukämpfen und sowas. Aber wie kam denn dieser Schmetterling mit seinen Apfelkörben hier hoch, mit seinem Apfelkorb? Ah, sehr geil. Halt! Ah, ich bin ausgewichen. So, jetzt gibt's hier ein bisschen Turbomania. Oh, crap. Der Skorpionschwanz von diesem Mischwesen hier lehnt mich also. Interessant. Komm her. Ich mach dich kaputt. Halt! Na gut, das war jetzt nicht so... eine Glanzleistung. It burns! Au. Wie so ein bekloppter Schoßhund. Nee, das Mistvieh hat Tollwut, wir müssen es töten. Und jetzt? Aha, Manticore. Ah, das soll ein Manticore sein. Ja, der ist eigentlich gut getroffen. Komm, mach Männchen. Mach. Männchen, habe ich gesagt. Du kriegst keinen Chubby-Schnaps mehr. Wie der Hund vom Rot auf Mörsenhammer. So, Button-Mashing-Time.